Und herzlich willkommen bei unserem gemeinsamen Spiel Medieval Dynasty. Ein klein wenig hat sich unser Dorf schon entwickelt. Ihr wisst, in der letzten Veranstaltung hatten wir unsere Scheune hier gebaut. Und hier haben wir unser Nahrungsmittelhaus, mit dem wir, ja, mal schauen, was unser Mädel da reingepackt hat mittlerweile. Wir haben 33 Fleisch drin, das ist gut. Würde ich sagen, nehmen wir mal kurz, transferieren wir mal ein bisschen was für uns, wenn wir was zu essen haben. 13 passt immer. Beeren haben wir noch da, die gehen langsam kaputt, das ist gut, wir brauchen Dung. So, und dann braten wir uns mal ein wenig Fleisch. Wir gehen in unser Häuschen zurück. Und auf geht's. Genau. So, normalerweise ein bisschen kompliziert ranzukommen. Okay. So, das können wir noch nicht. Jetzt geht's. Nee. Wieso zeigt er das Bett an? Da scheint ein kleines grafisches Problem zu sein. Jetzt geht's. Wir haben Hunger. Das sieht man unten an dem braunen Rad. Also müssen wir essen. Mampf ist immer gut. So, liebe Umine, wir essen jetzt ein Fleisch, zwei Fleisch, drei Fleisch. Und dann gehen wir duschen. Links unten, neben dem Rad, sieht man unseren Geruchseffekt, der uns im Moment belastet. Wobei uns ja wahrscheinlich nicht, aber wenn wir zu unserem Mädel gehen, dass wir hier für uns integrieren wollen, brauchen wir natürlich ein wenig weniger Geruch nachvollziehbar. So, der stinkende Humine. Ein schöner Name für den Titel hier. So, lass uns mal essen. Einen guten Appetit. So, damit ist... Aha, gut, wir sind jetzt voll gefuttert. Okay, und wir gehen jetzt mal gerade ein wenig duschen. Ja, oder wir springen ins Wasser. Trinken tun wir auch noch schnell. So. Okay, wir haben jetzt, lass uns überlegen, wir brauchen einen Herren, der uns hilft. Unsere Gemeinschaft zu vergrößern. Wie sieht der Gestank aus? Der ist bei 14, noch nur zu viel. Wir werden dann noch eine Hütte bauen müssen, damit wir ja eine zweite Familie im Falle des Falles reinbekommen. Aber etwas, was uns jetzt ja wichtig ist, ist im Moment, dass wir uns mit der Verkleidung der Gebäude beschäftigen. Wir haben ja zwei Häuschen und wir haben hier Ton. Haben wir auch eine Schippe dabei? Natürlich nicht, weil jetzt, wir haben noch so viel da drin. Okay, lass uns mal erstmal ausladen. Okay, wir laden jetzt erstmal aus. Halt, wir haben noch Nahrungsmittel da drin. Den Breitbeckerisch packen wir rüber. Der nicht. Die Haferale kommt darüber. Dann haben wir das Johanniskraut. Den Karottensamen brauchen wir später bei uns. Zu essen noch den Steinpilz darüber. Die Wegwarte machen wir auch rüber. So. Dann dürfte hier nichts mehr drin sein. Okay, dann lass uns jetzt hier den Rest ins Lager packen. Schätzungsweise muss ich mal wieder schlafen. Hälfte. Der eine kommt rüber. Steinmesser haben wir 6 Stück. Hat mir keine verkauft, okay. Roh packen wir rüber. Ach ne, wir hatten noch hergestellt für... Brennholz haben wir noch. Brennholz haben wir 52, das hat gepasst. Die Holzhacke ist gleich kaputt. Der Holzhammer ist noch absolut okay. Münzen packen wir bei uns in die Kiste rein, genauso wie den Kartensamen. Okay, dann lass uns hier rüber. Warum ist er so schnell
Stock nehmen wir noch mit und den Stein auch noch. So, nach dem Motto, was wir haben, haben wir. Nimmt uns keiner mehr weg. Okay, wir packen jetzt hier den Samen rein, den brauchen wir später. Genau, den Holzhammer können wir auch mal hier lassen. Das Säckchen ist nochmal 66%. So, das kommt hier rüber. Die Steinaxt ist auch gleich kaputt. Die Stöcke, die haben wir eben auch gesammelt. Guten Morgen. Die Holzhacke lassen wir. Mehr keine Schippe. Nee, sieht nicht so aus. Was brauchen wir für so einen Spaten? Spaten, Spaten, Spaten. Wir brauchen zwei Holzstämme. Na toll. War ja zu erwarten, ne, dass wir wieder Holzstämme brauchen. So, denn wir wollen jetzt hier das Haus isolieren. Auf geht's zu unserer... Ah, hier haben die Wege noch gezeichnet. Okay. Mal schauen, was wir hier setzen. Kommen dann mal die Zweige noch mit. Und hier noch ein Stein. Später können wir nämlich schon so eine Steinmauer setzen. Etwas, was auch schön ist, einen Riesenschimmling. Naja, okay. Wer Pilze mag, freut sich. So, den Baum, den lassen wir stehen. Das sieht irgendwie gut aus. Wir haben hiermit entschieden, dass es gut aussieht. So, also. Ein Holz haben wir jetzt gemacht. Wir brauchen erstmal die Steine rüber. Hammer. Die ist dann weg. Und wir brauchen... Doch, wir haben noch eine Schaufel. Genau, die heißt halt Holzschaufel statt Schaufel. Hm? Okay. Hammer. Und dann brauchen wir jetzt keine Schaufel zu holen. Komm, das lassen wir jetzt mal drin hier. Und setzen mal die Schaufel auf die... Hier. So, wir holen uns jetzt Ton. Ton hatten wir hier. So. Wir haben Ton. Jetzt mal schauen, wie das funktioniert. So, wie gewichtmäßig sind wir jetzt? Noch ein bisschen Platz, ne? So, weil der Winter kommt und dann, wenn wir Glück haben, sind unsere Häuser dann besser verkleidet. So, der auch nochmal, der ist weg. So, ich glaube, der spawnt weiter. So, jetzt sind wir mal gucken. Hier können wir, glaube ich, hier können wir... Hier wurde der Tonbewurf herstellen, brauchen wir Stroh. Ach ja, wir brauchen dann Stroh. So, mal sehen, wie es aussieht. Haben wir noch Stroh, Stroh, Stroh. Haben wir noch ein bisschen was da? Können wir zwei Tonbewurf machen? So. Was brauchen wir noch? Stroh und Bewurf. Technologie freigeschaltet. Och, was fehlt uns jetzt noch wieder? Eieieiei. Technologiefertigkeiten. Technologie. Das können wir. Jagdhütte, so. Freunde. Mal gucken, mal mit 50 Brunnen brauchen wir noch jetzt. Haben wir hier einen Sitzbaum, ein Stockgatter, ein Blumenstopf aus Stein, das ist immer gut. Okay, und ein einfaches Haus, das bringt uns nichts. So, können wir hier eine Jagdhütte mit Jagen was zu tun? Scheune, Tonbewurf. Ach man, wir brauchen erst. Doch, wir können das ja schon holen. Oder brauchen wir da ein bisschen mehr? Moment. Wir haben das hier. Nahrungsmittel haben wir alle. Dann haben wir die 10. Ah, brauchen wir 50. 50 Turm, brauchen wir Geld. 50 Mo Geld. Also dann lernen wir jetzt mal ein wenig. Ups, hopp mal hoch. Halt zurück. So, lass uns rein. Mal gucken, dass wir uns Geld hole.
Mal schauen. 50, 50, 50. 50, 50, 50. So, na komm, bestätigen. Okay, dann lass uns jetzt mal das Technologie nachdenken, wie das funktioniert. Technologie, das war hier, nein, dann doch mal hier. Und wir kaufen natürlich den Tonbewurf. So, jetzt können wir Tonbewurf herstellen. Machen noch ein paar Münzen, ne? Genau. So, wir müssen unbedingt Geld besorgen, denn im nächsten Monat sind die Steuern fällig. So, hier haben wir noch einen Hase. Beziehungsweise ist es kein Hase mehr. Das ist ein toter Hase. So, und jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt geht's. Wunderbar. Ja, man schleift, um Ton herzustellen. Okay, wird uns einen Sinn haben. So. So, was können wir noch jetzt herstellen? Der brauchen wir wieder. Ja, wir brauchen noch Ton. Okay. So, jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Dann nehmen wir mal den Hammer. Das war die Hütte von unserem Häuschen. So, wie kann ich das Upgrade hier verputzen? Okay, wir brauchen Ton. So, sieht schon mal gut aus, ne? Wenn man so nachdenkt, okay. Wir haben jetzt genug Ton. Aber es ist davon auszugehen, dass das schon ein bisschen was bringt. So. Okay, haben wir wieder aus der Hand. Wir haben die erste Tonhandlung mitgebracht. Schade, dass hier nicht mehr Ton ist, ne? Okay, aber wie auch immer, wir brauchen... Ja, das lassen wir stehen hier. Hier werden wir Acker anlegen, auch wenn der dann ein bisschen komisch aussieht. Ja, wir setzen hier den Acker da hoch, hier vorne. Ja, das machen wir. So. Und so viel zum Thema, wir wollten uns jetzt um Geld kümmern, ne? Ja, aber Flexibilität ist immer eine Frage der Flexibilität. So, aber wir gucken mal, dass wir jetzt ein paar Messer herstellen. Steine haben wir jetzt bald und haben wir auch Messer. Ja gut, Steine finden wir immer irgendwo. Ja, ich freue mich auf die, dass wir hier diese Stumpf wegbekommen. Aber wir haben doch eine Schaufel, ne? Ah, ja, mit der Schaufel geht's. Das heißt, wir können jetzt hier die Fläche einigermaßen säubern. Gut. Da wachsen natürlich jetzt keine Bäume mehr nach, logischerweise. So. Aber ich glaube, man kann pflanzen, Kirschbäume und solche Dinge. So, lass uns mal hier rein. Und ein bisschen aufräumen, ne? So. Wir packen den Pelz hier rüber. Wir packen die Steine nicht darüber, aber unsere Stöcke. Den Stroh wieder. Den Ton haben wir noch 4. Die Steine brauchen wir jetzt für Feder kommen rüber. Die haben kaum gewischt. Ein Holzstämme, nein, nein, das ist noch heil, das ist okay. Die Holzstämme haben wir 7 Stück. Wieso 7? Achso, ja. Durch die Stümpfe. Okay, habe ich jetzt die Steine? Die hört mal. Ja, klar. Wir haben die Stöcke mit rübergepackt. So, Stock. Holen wir mal so ein paar. Und Steine holen wir auch mal schnell rüber. So, jetzt stellen wir ein paar Messer her. Und die verkaufen wir dann. Genau. Ja, im Winter werden wir Steine und Steine holen. Wir sind im Moment, ja, gegen Ende des Herbstes, so circa auf 1 Uhr. So, das gibt wieder Skillpunkte. Und hilft uns wahrscheinlich auch Geld zu verdienen. Wir machen Steine.
Ein Messer. Hallo, Romine. Eben war er weg. So. Dann kann man schön ausblenden. Das ist der Chef. So, und der Chef ist fotografiert. Naja, okay. Jetzt hätte man noch eine Animation, irgendein Werkzeug in die Hand nehmen sollen, dass es ein bisschen besser aussieht. Aber mal schauen wir mal, wie detailliert das Ganze hier ist. So, wir sind beim 16. Steinmesser. Da legen wir mal so 3-4 nochmal rein in die Kiste, dass unser Mädel, wenn es jagen geht, wieder Steinmesser hat. So. Und noch 2. Und damit haben wir das letzte Steinmesser. Okay, der Rest wieder rüber. Quatsch, wir brauchen ja hier Steinmesser. Da holen wir uns mal 20 zum Verkaufen. Genau. Und die Stöcke packen wir rüber oder sehen den auch weg. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Gewicht von 19 Kilo, das geht noch. Holzstämme haben wir noch, da stellen wir vielleicht wieder Brennholz her. Okay, dann, ja, das wird hier so ein bisschen unorthodox aussehen, das Feld. Na du? So, wir stellen was für Essen her. Den Breit, oh, das ist noch Steine, das ist immer gut. Na komm schon. Du wirst doch nicht holzen wollen, wenn es halt hier, da haben wir noch was. Okay, dann gucken wir mal Folgendes. Wir gehen ganz konzeptlos, indem wir uns mal anschauen, wie der Geruch. Unser Geruch ist bei 24%. Ja, so Steinmetz, Steinmesser herstellen, das gibt schon, ne? So, dann mal gucken. Der Geruch ist immer noch bei 24. Das heißt, wir gehen jetzt ins Wasser. So, müsste man normalerweise, wenn wir hier unter Wasser durchgehen, den Gestank einigermaßen rausbekommen. Uah. So ist die Frage. Ich glaube, wenn die Figur so sieht, ist ein bisschen schöner. Ja, man kann sie ausblenden. So, wie sieht es aus, geruchmäßig? Bei 5%? Ja, wenn sie mich mit 5% Geruch nicht mag, dann mag sie mich nicht. Gute Logik. So. Mal gucken, ob man dann das eine Mädel noch zu uns kriege. Bekommen. Damit wir uns, komm, so, genau, hier. Da haben wir einen Stein, da haben wir einen Gallenröhrling. So, Steine gibt es hier eigentlich sehr viele, ne? So, dann können wir noch was herstellen? Noch 3, das dürften dann 60 Geldeinheiten geben. Hoffen wir, dass unsere Auserwählte sich heute in uns verliebt. Wir waren ja ganz nett, ne? Sind sogar geduscht. So. So, was haben wir jetzt hier noch für ein Problem? So. Na du? Geht's dir gut? Rosalinda, du bist auf 80%. Wie geht es dir, meine Schöne? Ich habe gehört, die Kleidung, das ist so komisch. Komm, dann machen wir so eine Liebe. Da hat sie nicht drauf reagiert. Okay, was machen wir jetzt hier? Das geht nicht. Oh ja, das passt mir nicht. Das ist so blöd. Mit Urin also da. Wir können hier, ob ihr Mitleid. Ja. Oder wir gehen auf den Witze kommen, gehen wir in die romantische. So. -10, na toll. Das war natürlich genau die falsche Antwort, ne? Mach's gut. So.
Nimm mir die Albreda. Oh, Albreda, okay. Du bist auf 34. Romantik. Wie geht es dir, meine Schöne? Bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Das ist schon mal gut. Wie geht es dir? Du bist elegant, ist auch wieder runter. Wie geht es dir? Das magst du nicht. Oh Mann. So, was ist mit dir, Mädel? Wo finde ich? Na ja, komm. Okay, also da haben wir hier ein Problem gehabt, die will jetzt nicht. Ach ja, so, Mädel brauchen wir jetzt nicht, weil ich will die ja für uns bekommen. Also weg. Tschüss, Rosalinda, ich krieg dich, ich krieg dich. So, mal schauen, was das für einer ist. Hallo, Sir. Wir müssen jetzt arbeiten. Paula Pelz, Paula Sack. Die Gertruda. Die ist schon verheiratet, das sieht man ja an. Miri Rogenera. Die will auch nicht heiraten, die ist so jung. Okay, die ist auch so jung. Was ist mit ihr? Das ist die Radegunda. Ah. 19 Jahre, okay. Ah, okay, ich habe eine Reise nach Ostdeutschland. Kann ich dir beim kann ich dir bei was helfen? Ja. Tiere, machen mir viel Angst weiter. Ich hätte dann mal Münzen für dich übrig, sicher, ich kümmere mich drum. Rosa, müssen wir machen. Die nächtliche Jagd passt sowieso, denn wir müssen ja jagen halt, ne? Okay, dann lass uns die Zweige noch mitnehmen. Und mal gucken, was wir hier Zweigen sammeln. Okay. Ja, komm. So, wir brauchen ja na, Dünger können wir jetzt bald selber herstellen. Aber lass uns mal was verkaufen. Hallo, so die mir. So du mir, so ich dir. So. Ich verkaufe dir die Steinach, die ist kaputt. Den Schirmling kriegst du von mir und die Steinmesser. Aber nur 21. Oh, das gibt Geld. Das ist gut. Okay, komm, verkauf mir 21. Hat er auch noch Geld? Jawohl, Johanneskraut kriegt er. Stücke verkaufe ich ihm auch noch. Das bringt zwar nicht viel, aber was man hat, hat man. Ne? Die Holzhacke verkauft man. So, und was können wir jetzt kaufen bei denen? Zeig mir deine Ware. Tierfutter brauchen wir noch nicht. Der hat meine alten Teile genommen. Okay, die Steinaxt. Okay. Nichts Interessantes mehr, würde ich mal sagen, ne? Nö. Milcheimer macht uns auch nichts. Die Frage wäre, ob wir dann auch mit Wasser machen können. Wenn ich einen Eimer hole. Nee, komm. Mach's gut. Tschüss. Have a good day. Have you a day good food? Wann hast du noch Dunkel oder Dünger? Yeah, friend. Selbst in deiner Ware habe ich vergessen nachzuschauen. Nee, hat nichts mehr, hat kein Dunkel mehr. Doch, da oben ist Dunkel. Ich würde sagen, nehmen wir nochmal. Komm. Dunkel, wir brauchen Dünger. Den Dünger können wir jetzt herstellen. Dann nehmen wir einfach mal. Alle. So. So, mach's gut, mein Freund. Have a good day. You have a good day too. Also wenn ich den perfekt auswärts rette. So. Oh Gott, wie goldig. Ah. Hallo du. Na du, ich bin Amine. Geht's dir gut? Das finde ich gut. Das ist richtig. Ich spreche nicht mit Erl mit fremden Männern. Tschüss, Jiboa. Ist denn süß? Der kleine Süße. So, man kann mal schauen, was soll man eigentlich machen überhaupt? So, wir haben einen Quest. Ah, die Unikursgetiste, die dominiert. Was soll man tun? Okay, das war was anderes. Die nächtliche Jagd. Warte auf den nächsten Abend. Das ist gut. Ich stelle mich dann dagegen. Was muss ich da überhaupt tun? Die Quest verfolgen. Wo ist die Quest? Okay, das müsste da vorne sein. Okay, da brauchen wir aber auf jeden Fall ja, Speere halt, ne?
welcome you, traveler. Okay, was will der haben? Lochen das. Oh Mann, das wird ja ganz kompliziert hier. Okay, wir müssen was tun. Wir haben eine Quest, eine Quest. Loch im Dach, der braucht 10 Stone, das schaffen wir gerade noch so. Hallo? Das war nicht unser BBG, das war ein anderer. Also der muss ein Loch, der kann eigentlich das Stroh selber holen, Paulus. So. Das. Oh, hier. Und bei Trinken brauchen wir nichts. Oh. Ried. So. Halt. Geht mit dem Kameraden wieder ein bisschen von dem Zeug her. So. 18. Und 20. Na komm. So. Der hatte, kommen wir noch mal gerade rüber. Tagebuch brauchte. Zu die werden Stroh. Wir haben, boah, das reicht schon. Genau. Gehen Hammer und so ähnliche Dinge. Also mit den Steinmessern kommen wir ziemlich gut hin, ne? Würde ich mal sagen. Da können wir viel Geld machen. Interessant. Interessant. So. Die Rosalinde mag uns heute eh nicht mehr. Da können wir uns ruhig ein bisschen stinken. Okay. Habt ihr noch ein Steinmesser herstellen? Sollte machbar sein. Wir brauchen Geld. Geld. Das Maß aller Dinge. Geld. So. Gerade mal, sind wir schon zurück. Dann können wir eins erstellen. Okay, und dann gehen wir zu unserem Kameraden, der die Kohle wollte. Ja, die wollen ja alle nicht. Die haben mich nicht lieb. So, dann mal gucken, was ich hier verkaufen kann. Only the best products here. Ja, ich weiß, du hast alles. Okay, dann können wir es mal einfach so mal einen Wassereimer holen. Gute Frage. Nee, holen wir nicht. Wir verkaufen ja aber ein Steinmesser. Nee, wir haben auch ein Steinmesser hergestellt. Was ist das für eins? Achso, das ist ausgerüsteter. Hier verkaufen wir die Stücke und gehen hier zu Ende und das war's. Mehr gibt's nicht. So, tschüss, da oben. Genau. Und jetzt laufen wir zu unserem Kameraden, der ein Lochendach hat. So, der müsste links gewesen sein. Das ist schon faszinierend, ne? So, ich hab, was du brauchst. Wir haben einen Holzhammer bekommen. Und Münzen, das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir noch ein paar Tiecher jagen. Wildschweine wahrscheinlich nicht. Aber dafür brauchen wir Waffen. Und die Waffen brauchen wir, das geht nicht. Das war nicht so gut, ne? Weil kann man nicht. Wir haben keine in der Hand. Das heißt, wir brauchen eine Schaufel. Eine Schaufel braucht man, glaube ich, Steine. Und Äste. So, und das machen wir aber in der nächsten Veranstaltung. Das heißt, jetzt haben wir heute was gemacht. Wir haben festgestellt, dass wir nicht mehr verliebt sind oder dass sie uns nicht mehr liebt, das Mädel. Das macht uns natürlich traurig. Wir haben eine Quest erfüllt. Und dadurch sind wir ein bisschen weitergekommen. Alles gut. So, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.